neue Bedrohung für unser glorreiches Reich hat sich erhoben. In einem Akt der offenen Feindschaft wurde der Rubikon überschritten. Es ist die pure Dreistheit. Schon Cicero setzte sich für die Freiheit unseres Staates ein, indem er Sergius Catilinas Verschwörung aufdeckte und Rom rettete. Seid ihr bereit, es Cicero gleich zu tun und Rom vor diesem Eindringling zu beschützen? Seid ihr bereit, es mit Catilina Sergiev aufzunehmen? Catilina Sergiev? Ist der nicht eine Nummer zu groß? Cäsar wird sich also Catilina Sergiev alleine stellen müssen. Könnt ihr ihm dann wenigstens versprechen, dass er bei seiner Rückkehr einen entsprechenden Empfang erhalten wird und seinen möglichen Wünschen entsprochen werden wird? Ja, Colonel. Soldat! Konntest du Catilina Sergiev am Überschreiten des Rubikons hindern? Nee. Das ist halt ein bisschen weit weg so. Wie bitte? Der Rubikon ist vielleicht 10 Meter von dir entfernt. Da. Wo ist überhaupt Dan? Dan ist am Fluss, denn er trinkt gerade. Ah, sehr aufmerksam. Im Gegensatz zu dir. Warum bist du nicht auch am Fluss und versuchst, Catilina Sergiev aufzuhalten? Nee, da hast du was falsch verstanden. Catilina Sergiev ist nicht am Fluss Rubikon, sondern in der Landschaft Rubikon auf den Kanaren, die zu Spanien gehören. Er will da in irgendeinen Freizeitpark. Ach so, na dann auf nach Spanien! Hallo, ich stehe hier in der Landschaft Rubikon in der Nähe vom Siam Park. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Fluss in der Nähe von Rom, welchen Cäsar einst überschritten hatte. Tatsächlich hat Cäsar nichts mit diesem Rubikon zu was zum Wuki. Catilina Sergiev! Du hast den Rubikon überschritten. Damit hast du Rom offiziell den Krieg erklärt. Och. Mehr hast du nicht dazu zu sagen, dass ich dich nun vernichten werde? Ach ja? Du und welche Armee? Cäsar gibt nicht so leicht auf! Jetzt habe ich mein Ticket verlegt. Suchst du etwa das hier? Ich will nun einen fairen Kampf. Nur wir beide. Schwert gegen Schwert. Nee. Oh, die anderen warten sich ja schon. Catilina Sergiev kann man nicht mit roher Gewalt besiegen. Ich brauche einen intelligenten Plan. Hättest du ihm das Ticket einfach nur geklaut und nicht zurückgebracht, dann hätte ich ihn jetzt fertig gemacht. Wie viel müsste ich ihnen zahlen, damit sie bei einem Schwimmbecken das Wasser ablassen? Ah, da ist er. Ah, er springt schon. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Veni, vidi, vici.